tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein offensives Arcani vor. Arcani ist die Weiterentwicklung von Okapfokano und hat wie dieses einen Monofeuertyp, wodurch er eine Schwäche gegen Wasser, Boden und Gestein sowie eine Resistenz gegen Käfer, Pflanze, Eis, Feuer, Fee und Stahl hat. Arcanis Basiswerte sind für ein normales Pokémon überdurchschnittlich hoch. Am stärksten ausgeprägt sind für seine beiden Angriffswerte, wobei seine Statuswerte im Allgemeinen keine Schwächen aufweisen. Die EV verteilen wir hier voll in Angriff und Initiativen mit einem frohen Wesen, um die Initiative zu maximieren. Als Fähigkeit hat man hier zwei Optionen, Bedroher und Feuerfänger. Beide sind auf diesem Set spielbar. Ich bevorzuge jedoch den Bedroher, da es nie schadet, gegnerische physische Angreifer ein wenig von ihrer Power zu nehmen. Im Moveset habe ich hier Flammenblitz, Nahkampf, Stromstoß und Turbotempo. Flammenblitz ist Arcanis Hauptangriff. 120 Stärke mit Step will man sich einfach nicht entgehen lassen, auch wenn es dafür Rückstoßschaden gibt. Nahkampf ist die Coverage gegen Gestein und gibt Arcani außerdem eine Möglichkeit, Unlicht und Normal effektiv zu treffen. Stromstoß ist offensichtlicherweise gegen Wasser-Pokémon, wobei auch diese Attacke Rückstoßschaden verursacht. Turbotempo ist eine nützliche Prio-Attacke, die sogar eine Priorität von plus 2 hat und damit sogar vor anderen üblichen Prio-Attacken wie Tempo-Hieb, Patronen-Hieb oder Wasserdüse kommt. Außerdem ist FIFA eine Prio-Attacke mit 80 Base-Power noch relativ stark. Als Item bieten sich Arcani eine Menge Optionen an, da wir allerdings hier so viel Schaden wie möglich machen wollen, würde ich hier entweder einen Lebenorb oder den Expertengurt nehmen. Passt beim Lebenorb lediglich auf, da Arcani sich mit zwei Recoil-Attacken und dem Lebenorb ziemlich schnell selbst runterbrennt. Arcani Spielweise gestaltet sich dennoch als relativ simpel. Man wirft ihn rein und haut so Haut drauf, wie man kann. Versucht dabei lediglich zu predikten, was euer Gegner auswechseln will, um eure Attacken abzufangen. Arcani eignet sich übrigens auch sehr gut als Revenge-Killer für argengeschlagene Gegner, da Turbotempo allemal ausreicht, um mit geschwächten Sweepern fertig zu werden. Lasst Arcani nur nicht bei Gegnern drin, die eure Attacken überleben, da ihr nach dem Recoil-Schaden oder den gesenkten Verteidigungswerten von Nahkampf sehr anfällig gegen andere Attacken werdet. Als Teampartner empfiehlt sich ein Wishpasser wie Aquana, um Arcanis KP wieder auffüllen zu können. Ein Spinner, um das Feld von Tarnstein freizuhalten, ist auch nicht verkehrt, da Arcani sonst bei jedem Switch in 25% seiner Lebenspunkte verliert. Aber das war's jetzt auch schon wieder von diesem Arcani. Jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.